Als der russische Paramilitärchef Jevgeny Prigozhin letztes Jahr seine Wagner-Söldner losschickte, um Moskau anzugreifen, ein kurzlebiger Aufstand, schien Präsident Wladimir Putin schwach und machtlos. Doch nur ein Jahr nach der ernsthaftesten Herausforderung seiner Autorität in fast einem Vierteljahrhundert an der Macht wirkt der kreml jetzt selbstbewusster denn je. Prigozhin wurde zwei Monate nach dem Aufstand bei einem Flugzeugabsturz getötet, indem seine Wagner-Kämpfer das Hauptquartier der russischen Armee in der südrussischen Stadt Rostow am Don einnahmen, Militärflugzeuge abschossen und halbwegs bis zur Hauptstadt marschierten, bevor Belarus einen Deal vermittelte, um den 24-stündigen Aufstand zu beenden. Danach setzte Putin eine neue Regel: Niemandem würde jemals wieder das gleiche Maß an Autonomie gewährt werden. Bis zum Aufstieg Prigogens hatten wir keinen Fall, in dem der Kommandant einer starken Militäreinheit gleichzeitig über finanzielle, politische und mediale Ressourcen verfügte, sagte Nikolai Petrov, ein Mitarbeiter des Experteninstituts für internationale Angelegenheiten Chatham House, und beschrieb die einzigartige Position, die der Söldnerchef vor seinem Aufstand erlangt hatte. Putin erlaubte Prigozhin all diese Hebel zu besitzen, nicht nur wegen ihrer engen persönlichen Beziehung, sondern weil die russische Bodenoffensive in der Ukraine an Schwung verlor und er die militärische Macht der Wagner-Truppe benötigte.